Liebe Sammler, wir haben ungemütliche Nachrichten über das Hype-Set One Piece OP5. Ich habe hier krasse Nachrichten, krasse Dialoge, wo davon gesprochen wird, Betrugmasche, die große Dimension annimmt. Ja. Und wie gesagt, ich habe die Nachrichten gelesen, ich habe es gesehen. Und ich möchte euch sagen, was ich gehört habe, es wird einige von euch schockieren. Mich persönlich auch etwas, ja, und es geht nicht um Pokémon, ja, wie gesagt, es geht heute um One Piece OP5. Hier habe ich eine Box, noch eine Box. Es geht um die Dinger, die extrem gefragt sind, und ihr wisst, immer wenn etwas sehr gefragt ist, dann, ja, wie soll man sagen, dann sind die Granoven nicht weit weg. Ja, überall, wo Geld im Spiel ist, gibt es kriminelle Energie, und so ist in One Piece, und zwar die Sache ist folgende. Kleine Info von ja, 2007, 2004 herum. Da gab es sicher einige von euch, die dazu sind, die sich erinnern. Und zwar gab es ja damals bei den Yu-Gi-Oh! Boosterboxen, ja, wie soll man sagen, The Secret wurde verkauft, das große Geheimnis, dass Booster abgewogen werden können. Hast damals für 1 Euro auf eBay kaufen können und hat sich gut verkauft. Da haben Leute begonnen, die Booster abzuwiegen und so weiter. Und ja, die ganzen Booster waren gefilzt. Das heißt, in Yu-Gi-Oh! Wenn du dir einzelne Booster gekauft hast, war das so ziemlich eine Verschwendung des Geldes. Und das Gleiche ist auch bei OP5 der Fall. Ja, und das geht viel weiter als online. Wir haben Informationen hier. Ich blende es mal ein hier. Da werdet ihr sehen. Da geht es quasi darum, dass sozusagen, ja, jemand einkaufen war in einem größeren Geschäft. Namen nenne ich jetzt keinen. Hat dort mehrere Booster gekauft und ja, es waren keine Hits da oder weniger Hits oder ja, gar keine Hits, wie es eigentlich nicht sein sollte. Ja, dann habe ich eine weitere Nachricht gefunden, wo jemand schreibt, er hat auch Locana gekauft, 45 Booster, und auch da waren die Hits anscheinend doch vor in einem Geschäft. Das heißt, wir reden hier jetzt nicht darüber, über Onlinehandel und so weiter, sondern wir reden wirklich über Filialen. Und da habe ich dann etwas gehört, wo ich echt gesagt habe, wow, wenn das stimmen sollte, wäre das extrem traurig für TCG. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt bei One Piece folgendes Problem haben. Ja, wir können diese Boxen hier, wenn du jetzt den Case aufmachst, hast du quasi 12 Boxen. Und das Problem ist, wir haben 4 Leader drinnen, 2 Super Rare Karten, wir haben drinnen 2-mal den Luffy und dann natürlich die Chance noch für, ihr wisst schon was, für die Manga Rare Karten. Aber generell sind das so die fixen Hits. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und diese Box hier aufmache, wäre das Beste von diesen garantierten Dingen, ja, es gibt meistens eine Box mit einer Leader-Karte drinnen, dann mit einer Super Rare-Karte. Das heißt, ich könnte hier einen Leader rausziehen und noch eine Special Rare-Karte sozusagen. Ja, das kann ich da rausziehen, und wenn ich das hätte, stell dir vor, ich mache das auf, mache 4 Booster auf, ja, dann hätte ich ja quasi 20 Booster, die sozusagen, ja, wo keine Hits drinnen sein können. Und stellt euch mal vor, jetzt macht jetzt jemand 60 Cases auf und forstet hier die ganzen Booster durch. Da hätte man ja mehrere hundert Booster, wo garantiert kein Hit drinnen ist. Ja. Und die Booster, ist klar, kommen dann oft, oder wenn ich jetzt das aufmachen würde und ich hätte jetzt diese spezielle Box zum Beispiel oder einen Leader drinnen, dann würde ich wissen, okay, oder Special Rare, ich nehme die Booster, stelle es auf Kartenmärkte und verkaufe sie, weil nichts drinnen ist. Ja. Und wenn das jetzt im großen Stile gemacht wird, ja, kann man zum einen die Boosterboxen rausfiltern, das heißt, einzelne Boosterboxen sind gefiltert. Ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Case aufmacht und er hat diese 4 Altered Art Karten, die 2 Special Rare Karten, dann sozusagen sind die anderen Boosterboxen nieten. Natürlich kann der Manga weit drin sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da. Ja, die losen Booster werden dann quasi auf, ja, Cardmarket gelistet, online gelistet. Und die einzige sichere Methode auch bei Boxbreaks zum Beispiel ist ein Case, der quasi sealed ist. Wir wollen einen Sealed Case haben. Wenn er offen ist, kann er schon gefilzt sein. Und jetzt kommt das Verrückte von Yu-Gi-Oh! Und zwar war das damals so, dass es Gerüchte gegeben hat, die sich dann vermutlich jetzt auch bestätigt hatten. Oder angeblich wurde es bestätigt. Ich war nicht involviert, aber es ging quasi darum, dass Leute damals diese Yu-Gi-Oh! Boosterboxen genommen hatten, die 2 Ultra Rare Karten oder Ultimate Karten rausgewogen hatten, die losen Booster hatten und nachher dann
in großen Massen die getauscht hatten gegen Sealed Booster Boxen von größeren Geschäften zum Beispiel. Ja. Das heißt, du gehst her, hast jetzt zu mir 5000 Booster, die gefilzt sind, sagst, hey, tauschen wir das gegen Booster Boxen. Du kriegst eine Provision von 30 Euro pro Booster Box, die du gegen diese Booster tauscht. Und diese gefilzten Booster wurden dann quasi auch im Handel verkauft. Ja, also wenn ihr in ein lokales Geschäft gegangen seid, wo man auch keine Sealed-Produkte bekommt, bekommt man auch verlose Booster. Und wenn man einen Kontaktmann dort hat, kann man dort die Booster austauschen. Und das ist das, was jetzt anscheinend bei One Piece auch sein kann, wo wir jetzt einen Bericht haben. Ich habe diesen Bericht hier, wo quasi draufsteht, ja, es scheint so, dass diese Booster gefilzt sind. Ja, das heißt, das gleiche wieder als bei Yu-Gi-Oh! Scheint jetzt auch bei One Piece eine Möglichkeit zu sein. Das heißt, die Message hier ist, passt auf, dass ihr euch keine losen Booster holt. Außer bei einem Geschäft des Vertrauens. Und selbst wenn ihr in ein ganz, ganz großes Geschäft geht, kann es sein, dass ihr gefilterte Booster findet. Die einzige sichere Möglichkeit in One Piece OP5 ist, einen Case frisch zu haben. Ja, das heißt, das ist die einzige Garantie, die man quasi hat. Das war mal das eine. Und jetzt schauen wir mal hinein zu der massiven Preisexplosion. Es ging weiter krass nach oben. Ja, schauen wir ein bisschen hinein. Wir müssen das Ganze diskutieren. Ich finde es richtig krass, was abgeht in One Piece derzeit. Und die Frage ist natürlich jetzt, ist es echtes Interesse? Ist es einfach nur, sind es die Investoren, die so von Pokémon quasi auf One Piece übergesprungen sind letztes Jahr? Es ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Bei den Boostern, wie gesagt, die hier nicht kaufen, oder ihr könnt schon kaufen, aber ihr müsst ja aufpassen, weil ihr könnt nicht mit Hits rechnen, ja. Bei diesen Dingen hier ist es nicht garantiert. Dann die Boosterboxen gehen nach oben. Auch hier, ich bin richtig gespannt, was passiert. Ihr wisst, jetzt sind wir schon hier, da ging es weiter rauf. Ich würde sagen, das wird nicht abreißen. Es wird sehr spannend jetzt bei den Restock, auch für Geschäfte der Restock, ob das eine Auswirkung auf den Preis haben wird. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich habe euch schon mal meine Meinung gesagt, ich bin da eher pessimistisch. Ich glaube, es kann auch mal leicht runtergehen, aber die Sache ist halt die, das Set ist einfach geisteskrank. Generell die Einzelkarten sind jetzt auch gestiegen. Und die schauen wir uns jetzt an. Und gerade bei den Einzelkarten, wenn wir schauen, sehen wir halt einfach, dass mit den Boosterboxen die Einzelkarten hier genauso gestiegen sind. Kaido von 50 auf 94. Wir haben Rob Lucy von der Special Rare. Die ist ja nur alle zwei Stücke pro Case, was eigentlich extrem selten ist, hier auf 71 gestiegen. Wir haben die Uta, auch die hier ist auf 140 hoch von, was von gerade mal 45, also die ist quasi noch mehr gestiegen wie Boosterboxen. Auch hier der Edel von 80 auf 150. Der Hype nimmt kein Ende. Wir haben Yamato, auch die Karte Geistesgang auf 170 gestiegen. Also ich kann mich selten erinnern, dass etwas so krasses, dass eigentlich jede Karte aus dem Set nach oben geht. Also das ist für mich halt eher ein Zeichen von wirklich Interesse und weniger von, oder es kann schon Manipulation sein, wenn man sich ein paar zusammenreden, alle Karten aufkaufen. Aber ich glaube, es ist wirklich eher dieses Interesse derzeit auf One Piece. Wir haben die Nami auch hier komplett geisteskrank, 230 von 104, also genauso wie die Boosterbox gestiegen. Wir haben dann noch die Leaderkarten hier, die dann etwas häufiger sind, wie ihr wisst. Von hier 33 haben wir hier auf 40 noch recht günstig. Wir haben den Sabo, der ist auch kaum gestiegen. Wir haben die Bello Betty, die ging nach oben, aber auch nicht so stark. Ganz leichter Anstieg. Monkey D. Ruffy, der ging runter. Warum? Was ist der Grund? Schreibt es mal hinein. Ist es, weil der mit dem Gear 5 nicht mithalten kann? Ich glaube, das wäre eine Erklärung. Aber eigentlich ist die Karte jetzt nicht übel. Klar, ich meine, OP1 ist cooler, aber in Amerika ist die Karte auch auf über 100. Nur so zur Info. Also da ist eine Karte, die komplett gegen den Trend geht, sozusagen, weil es ist die einzige Karte von den Top-Karten, die nicht gestiegen ist. Auch ähnlich hier von 80 jetzt auf über 100 gestiegen. Finde ich eine sehr schöne Karte. Richtig krass. Ist ein cooler Charakter. Ich habe mir selber die Karte zweimal geholt aus OP5, weil ich den Charakter generell sehr feiere aus One Piece. Ich habe damals die Serie gesehen, fand ich cool. Dann haben wir den Sakazuki, auch der ging etwas nach oben, nicht allzu stark.
Monkey D. Luffy auch hier, sind wir auf 20. Wir haben die Science-Karte stagniert. Die Manga-Rare-Karten generell auch im High von 700 auf. Ja, sind wir jetzt auf 1000, der letzte Sale. Wobei hier das Angebot schon sehr knapp wird. Trafalgar Law, wow, der ist nach oben gestiegen auf 1800. Richtig krank, von 675 verdreifacht die Karte. Also richtig heftig. Und dann haben wir Monkey, auch hier von 1400 auf 4000 hoch. Also ich glaube, das ist halt, solange es so eine krasse Karte gibt in diesem Set oder so viele krasse Karten, die man eventuell ziehen kann, auch wenn die Wahrscheinlichkeit so extrem niedrig ist, solange es das gibt, ja, diese drei Karten Farm, also sehe ich echt eine gute Zukunft. Erinnert mich so ein bisschen an das Set Tournament of Power von Dragon Ball Super, wo es diese Sand Goku Karte gegeben hat, dann diese krasse Karte, die für 90.000 weggegangen ist, wo eine Boosterbox auf 2.000 ist. Ich bin richtig gespannt. Also ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt drei Boxen hier von OP5. Ich zeige es euch nochmal. Die sind hier. Die sind jetzt aber auch lose gekommen. Und den Case, den ich bestellt habe, der ist auch schon unterwegs. Und der sollte nächste Woche kommen. Ich bin mega gespannt. Ja. Und ja, die werden für mich für die Seed Collection sein. Und vielleicht machen wir einen Boxbreak oder so. Wir werden nochmal drüber reden. Like das Video vorne, lasst ein Abo da und schreibt eure Meinung hin. Ist One Piece ein Hype? Ist es echt? Wow, da werden wir uns.